Hallo da draußen, herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider 3. Wir sind immer noch in den Südseeinseln, befinden uns im Level Madubu-Schlucht. Und hier sind diese ekligen Scheißdrecksviecher, die einen vergiften, sobald sie einen angreifen. Zum Glück hat der es nicht geschafft, mich zu treffen. Ich glaube, hier unten kommt noch einer zu Besuch. Ja, hallo. Oh, bist du süß. Stirb! Du musst sterben. In diesem Level war es dann, dass uns auffiel, mir und Mata, dass wir den Sound falsch aufgenommen haben, dass es einfach zu verrauscht war, verraucht fast schon, und wo wir dann deshalb neu angefangen haben. Ja, das heißt, ab diesem Level irgendwo mittendrin wird es dann wieder blind. Das hier ist auf jeden Fall ein Secret, auch wenn jetzt irgendwie der Secret-Sound verbuggt war oder so. Wieso kam der Secret-Sound nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Selbst wenn ich den Kontrast höher stelle, habe ich nicht den blassesten Schimmer, was das sollte. Das da sieht aus wie eine Todesfalle, ne? Ich meine, darunter ist reißender Strom. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das probieren will. Man kann ja mal einfach lunzen, wo diese Klappe theoretisch hinführen würde. Ja, das ist bestimmt eine Todesfalle. Ich werde es nicht riskieren. Stattdessen würde ich vorschlagen, machen wir dieses Level einfach kurz fertig. Wir haben hier einen und denselben Abschnitt so oft wiederholen müssen, weil wir einfach keine Ahnung hatten, wo es lang geht. Jetzt habe ich zumindest das so ein bisschen im Blick, denke ich. Kann es mir zumindest abstrakt als moderne Kunst vorstellen, die Karte, gemalt mit den Füßen und mit dem Arsch trocken geföhnt, aber immer noch erkennbar. Jetzt mache ich schon so, als wäre ich voll der Asynchronfritze. Normalerweise bin ich halt eher der Asynchronfritze. Fritz, der Fritze. Nun, ein Speicherkristall ist auf dem Weg in unsere gleißenden Hände. Irgendwie war das die falsche Reihenfolge, egal. Und Schalter. Dieser Schalter bewirkt ausschließlich, dass wir zurück können und hat ansonsten keinen Grund zu leben. Er wird jetzt vermutlich anfangen, sich aufzuschlitzen, wenn wir weggehen. Uns ist das egal. Denn wir haben generell irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, so eine latente Abneigung gegen Schalter. Komm schon, halt dich fest. Danke. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft wir hier gestorben sind. Nur weil in dem Wasser da unten irgendwie zu viel Persil ist oder sowas. Ist das Boy? Nein, mit Persil gewaschen. So, ich glaube, hier kann man stehen. Und wenn nicht, dann sehen wir es gleich. Nee, hier kann man stehen. Konnte man darüber einfach? Jo, machen wir mal einen Jump. Oh nee, ich habe Angst, aber sie war unberechtigt. Okay. Das ist jetzt natürlich hier, ist fragwürdig. Würde ich so nicht unterschreiben. Würde ich auch kein Autogramm geben, weil das bestimmt ein Trick ist. Nee, man kann hier hoch. Okay. So. Auf zum letzten Schalter, und der macht, ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, was der macht. Verdammt, ich habe auch noch nicht mal mehr in Erinnerung, ob man den braucht. Naja, hoffen wir mal, dass wir ihn gebraucht haben, ansonsten wäre es ja verschwendet Lebensmüh. Und ach nee. Das war knapp. Das war schon knapp. Freta, war das knapp? Ja, Mann. Okay, es war knapp. Warum auch immer ich Freta dazu befreten musste. Freta ist am liebsten Fritten. Wie dem auch sei, wir müssen jetzt zurück zu dem Ort, wo der Speicherkristall war, und können da uns ein bisschen leger, teilweise schon fast erotisch, an die Decke hängen. Oh ja. So.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, was diese Stelle für ein Theater war das letzte Mal, aber so ist das ja meistens. Bis man dann gerafft hat, dass es eigentlich vollkommen simpel ist und man selbst einfach nur behindert. Ja, muss ich hier, ich glaube, ich muss mich hier so dran herhalten und dann hier so. Das könnte wahrhaftig sein. Ich habe heute Morgen von einem Pfarrer geträumt, der seine Kinder geschickt hat, um meine Möbel zu klauen. Also, wundert euch nicht darauf, dass ich heute komisch bin. Das liegt alles an der Milch, die ich zu mir nahm. Es war keine echte Milch, sondern gefakte. Die Milch hat sich einen Fake-Account auf Twitter gemacht. So, was war jetzt hier nochmal? Hier kam kein Pfarrer, auch kein Gegner. Ach ja! Yay! Das wird nochmal lustig. Ich glaube, hier kann man einfach so runter. Hier sollte man dann nicht mehr einfach so runter. Aber das war durch einen Splüng regelbar. Oder? War das der Splüng? Ich bin mir so unsicher. Eigentlich würde ich am liebsten jetzt speichern. Oh, der Sprung war völlig unnötig. Aber ja. Geklappt hat's ja. Wir leben noch. Da kommt irgendwie eine fiese Stelle. Ein Speicherkristall, von dem ich bisher nicht weiß, wie man ihn erreicht. Wir werden es heute vermutlich auch nicht mehr herausfinden. Und willkommen an der fiesesten Stelle überhaupt. Denn da krabbelt jetzt so ein Giftviech uns entgegen. Und natürlich hat er uns getroffen. Soweit ich weiß, das bisher sondieren konnte, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, sich nicht von diesem Drecksviech treffen zu lassen. Naja. Möchte gerne da unten durch. Nee, darfst du aber nicht. Ich mach's aber trotzdem. Okay. Warte mal, haben wir das jetzt in der richtigen Reihenfolge getan? Ich glaube schon. Der Pfarrer blickt natürlich jetzt auch lächelnd auf mich herab, wenn ich euch erzähle, an was ich alles glaube. Speichercrystal. Speichercrystal Meth. Esse ich immer in Scharen. So. Da runterspringen ist der sichere Tod. Hier gab es auch ansonsten nichts. Dahin springen ist der sichere Code. Und demnach würde ich sagen, springen wir doch einfach zurück und tun das Sinnvollste von allen zur Verfügung stehenden Optionen. Oh mein Gott, es ist wieder ein Giftviech. Giftviecher sind nicht meine Freunde. Merkt euch das, Kinder, wenn ein Vieh euch vergiften will, ist es... Okay, ja, ich spiele dann mal wieder bis hierhin. Bis gleich. So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Wir haben den alten Stand wiederhergestellt und Mathe hat hier gerade alles voll gefurzt. Aber sie will natürlich nicht, dass ich euch das erzähle. Und deshalb tue ich's. Denn ich muss da auch leiden. Ich muss da auch leiden. Ich finde, sowas muss man... Wir wollen ja transparenter sein, ne? Ihr wisst ja, wie doof das ist, wenn 14 nicht transparent sind. Dann ist richtig was im Arsch. Und, also wortwörtlich. Und deshalb finde ich, kann man da schon die Fakten offen auf den Tisch legen, den Furz praktisch am Tisch entlang reiben lassen und hier will sich jemand an mir reiben. Seht ihr? Diese Kreaturen da sind auch schon grün. Also sieht hier richtig in den Monitor rein und alles. Statt RGB habe ich nur noch GGG. Und das war auch das, was ich dann rief. Nun, dieser Knopf öffnet eine Tür. Ich werde gleich übrigens speichern, denn ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal zu wiederholen. Ihr müsst euch halt vorstellen, immer wenn ich die Aufnahme ausmache, steigt ja damit die Chance, dass sie losfurzt. Das... Entschuldigung. Aua! Ich werde geschlagen.
Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt meine Rache. Finde ich. Mehr muss echt nicht sein. Will ich das noch? Ja, das schaffe ich noch. Da kann ja eigentlich nichts schief laufen. Das sind meistens meine letzten Worte. Dieses Mal aber denke ich nicht. Und dann wird erst mal ein Speichern. Ja. Also über irgendwas sollte ich dann doch noch reden. Das ist irgendwie meine Aufgabe als Let's Player. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie uns begleiten auf unserer Reise durch den Südpazifik. Wir befinden uns hier gerade vor dieser Tür, die wir eben öffneten. Jüngst wurde sie geöffnet. Schon vor vielen, vielen Jahren war diese Tür zu. Hier speichern wir. Ja, überschreibe es. Boah, ja, sicher mir einen. Oh. Sicheres Spiel auf Memory Card. In Memory Card steckt Platz 1. So. Dann würde ich mal behaupten, ich glaube, hier konnte man sogar stehen. Ich meine, jetzt konnte ich es ja probieren. Zu verlieren haben wir nicht wirklich was. Kann man da hoch? Vielleicht? Ja, kann man auf jeden Fall. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass wir uns hier irgendwas nicht zugetraut hatten. Genau. Wir hatten uns gefragt, wie man an diesen Speicherkristall kommen möge. Es sieht aber fast so aus, als käme man von der anderen Seite dahin. Oder, was viel wahrscheinlicher ist, mit dem Kanu. In irgendeiner Form. Naja, lassen wir diesen Speicherkristall erstmal Speicherkristall sein. Rein da. Das ist sehr komisch. Diese Passage, diese gesamte, ist angeblich ein Secret, aber es ist gleichzeitig auch der Weg zum Kanu. Meiner Meinung nach der offensichtlichere der aller möglichen Wege. Das Viech ist zu doof, um hier runterzukommen. Nö, hallo. Hallo, wer bist du denn? Ich bin zu doof, um hier runterzukommen. Alles klar. Das ist halt sein Name. Name, Rang und Intention. So, MP5 Munition für unseren schönen MP5 Player. Ich bin auch ein MP5 Let's Player. Ich rattere die Witze einfach nur so runter. Aber jeder einzelne Witz ist dafür natürlich umso beschissener. Meine Witze sind kleine Kügelchen, die herumnerven. Wie Hasenkacke. Nun. Die nächste Stelle war, glaube ich, ziemlich gemein. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Denn seht ihr diesen lustigen, lächelnden Speicherkristall dort? Der lächelt nicht die ganze Zeit, müsst ihr wissen. Okay, Will ich jetzt das Medipack dafür opfern? Ja. Ich würde gern überleben. Ich bin gerade Feuer und Flamme für dieses Spiel, ihr merkt schon. Ich bin tot. Ein Ausatmen ist im ganzen Raum zu spüren. Der Raum dehnt sich aus. Keiner hat Bock darauf, diese Passage nochmal zu spielen. Zum Glück müssen wir es auch nicht, denn wir haben ja gespeichert. Manche Dinge haben doch ein gutes Ende. Andere wiederum nicht so. Ich esse jetzt erstmal Katjes. Nö, Schleichwürmer, fick dich. Ja, runter da. Ups, das war zu tief runter. Das dachte ich auch, als ich das Niveau neulich angepasst habe. Ja. Der ist wieder tot. Hier haben wir wieder MP5 Munition. Warum habe ich das getan? Warum habe ich die PlayStation 1 Version? Ich hatte die einmalige Chance, nicht diese verkackte Scheißversion zu spielen. Ich hab's trotzdem getan. Stell euch mal vor, es wäre die PC-Version. Dann wären wir jetzt wahrscheinlich durch.
Und nicht nur mit den Nerven, wie es jetzt der Fall ist. Naja. Das hier war ja noch relativ simpel. Hier wird es jetzt kompliziert. Wir müssen rechtzeitig abspringen. Eigentlich ist das ja... Danke für den Leeway, meine Freunde. Danke dafür, dass man den Sprung nicht pixelgenau schaffen muss. Oh, muss man doch. Menno. War hier drüben eigentlich irgendwie was? Bis auf das Giftviech. Nee. Okay, tschüss. Warum sollte ich mich mit dem Giftviech abgeben? Ach so, es hat mich schon getroffen. Was soll denn das? Dann auch. Ich hasse Gegner, die dich vergiften, weil im Prinzip ist es im schlimmsten Fall nichts anderes als ein verfickter One-Hit. Und One-Hits sind genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Naja. Medipack, yay. Das ist so toll. Okay. Die wären wahrscheinlich vergiftet gewesen. Steine können uns eigentlich der Logik nach nicht folgen. Hier wird es jetzt nochmal ein bisschen happig, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn man die Piranhas da unten bedenkt. Happen werden die sich wohl nehmen müssen. Wollen auch. Apropos Wolle, ich habe ein Schaf von einem Schaf gelesen, das hatte voll viel Wolle. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die Story jetzt nicht so cool rübergebracht, wie sie eigentlich war. Naja. Genau, hier ist einfach nur an der Decke klettern. Was kann dabei schon schief gehen? Alles? Alles vielleicht? Wir könnten alles verlieren, was wir uns bisher aufgebaut haben. Ich glaube, wenn man hier, wenn man doof genug ist, hier runterzufallen, löscht das Spiel auch alle Saves. Und alle anderen Spiele von der Platte. Einfach aus Wut. Oh, wir haben es geschafft. Sprungpassage Nummer 1 geschafft. So. Ich habe jetzt wieder ein bisschen länger nicht gespeichert, ne? Ich merke das dann immer daran, dass meine Augen so zucken und meine Hände schwitzen. Wie könnte man da hinten rankommen? Es ist mir ein Rätsel, nach wie vor. Das sieht fast so aus, als könnte man da runter, aber es bringt ja nichts. Naja, gehen wir erstmal weiter. Wenn ich das schon wieder sehe, kriege ich Plack. Ich würde jetzt am liebsten direkt nochmal speichern. Okay. Kletterwand geschafft. Alle sind glücklich. Einer lacht. Dämlich. Warum lacht eigentlich einer? Ich weiß es nicht. Er hat keine anderen Hobbys. Lachen ist doch ein tolles Hobby. Und das ist es wirklich, Leute. Und wir haben was zu lachen, denn... Wir sind jetzt tatsächlich wieder an der Stelle, wo uns die Aufnahme beim letzten Mal, wo uns auffiel, dass die Aufnahme verkackt ist. Das heißt, ab jetzt wird es wieder blind und wahrscheinlich auch um einiges lustiger. Seht ihr nicht, wie dieses Krokodil da angeschwemmt wird? Ist das nicht lustig? So, ist das auch tot? Na, ich würde sagen, wir drücken hier jetzt noch den Hebel und dann beenden wir so langsam diese Session und werden das nächste Mal in alter Frische zurückkehren können. Puh, dann bin ich auch etwas weniger gestresst, denn wir schauen uns heute noch eine Wohnung an und die könnte es werden. Freue ich mich schon drauf. Wir haben eine voll tolle Wohnung entdeckt. Drinnen merkt man überhaupt nichts, aber draußen... Man geht praktisch durch die Tür und steht direkt mitten in der Fußgängerzone. Das hat irgendwie was. Das ist unvergleichlich. Habe ich so noch nie erlebt. Und es ist im Erdgeschoss.
Naja, ich will euch jetzt nicht von meinen Wohnungsplänen berichten, sondern davon, dass hier mal ein Hebel war. Eine alte Legende sprach von ihm, also wo ist er? Da. Und bald kommt Outlast. Ich dachte mir, es wäre cool, das mal anzuteasern. Vielleicht gäbe es bessere Möglichkeiten für einen Teaser, aber naja. Genau, hier speichern wir. Kann man machen, würde ich sagen. Nee, nee, nee. Nee, nicht nochmal. Das ist gar nicht so witzig. Eigentlich ist das sehr, sehr traurig. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.